Guten Abend und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind bei der Premiere von RTL ProSiebenSchweiz. Mein Name ist Christine Meyer und das ist der Start zu 100 Minuten Infomotion. Es ist Montag, der 16. August. Das sind heute Abend unsere Themen. In diesem Bordell in Gladbruck bei Zürich hat der VBS-Beamte Dino Belasi seine jetzige Frau kennengelernt. Die junge Österreicherin wurde hier in die Prostitution eingeführt. Laut Aussagen der Bordellchefin war Dino Belasi einer der besten Kunden. Gabriela Belasis Eltern in Österreich wussten nicht, dass ihre Tochter im Milieu arbeitete, bis die mutmaßlichen Unterschlagungen von Dino Belasi aufgeflogen sind. Der Großteil der über 8 Millionen Franken ist nach wie vor verschwunden. Kein warmer Geldregen über der Expo 01. Die Vertreter der Schweizer Wirtschaft wollen die Landesausstellung unterstützen. Allerdings machen sie konkrete Finanzierungszusagen vom Resultat der Hayek-Studie abhängig. Von dieser erwarten die Wirtschaftsvertreter vermehrte Transparenz. Ferner soll die Studie verlorenes Vertrauen wiederherstellen. Die Expo-Direktion hatte gehofft, mit dem heutigen Treffen in Murten aus ihrem Liquiditätsengpass zu kommen. In der Kasse fehlen rund 200 Millionen Franken. Mehrere hunderttausend Franken Sachschaden beim Brand im Bahnhof Parking Luzern. Das Parkhaus bleibt bis Oktober geschlossen. Gegen 200 Feuerwehrleute standen letzte Nacht im Einsatz. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt an einem parkierten Auto. Bei Brandausbruch befanden sich rund 50 Personen im unterirdischen Gebäude. Alle konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein Brandexperte erklärt, die größte Gefahr gehe von der schnellen Rauchgasentwicklung in den niedrigen Räumen aus. Der Sommer hat uns auch heute einmal mehr im Stich gelassen. Ob es in den nächsten Tagen wieder besser wird, sehen Sie jetzt. In den Alpen und im Süden davon in der Nacht zum Teil ergiebiger Regen, morgen dann Wetterbesserung, Temperaturen 17 bis 22 im Norden, 24 in Genf, 26 in Lugano. Die weiteren Aussichten dann weitere Wetterbesserung am Mittwoch, im Norden noch kühl, am Donnerstag schon deutlich wärmer, im Süden einzelne Schauer, am Freitag Sommer. Für einen Tag, dann mit Gewittern wieder wechselhaft am Samstag. Heute Abend um 10 vor 7 Uhr redet Dani Niet zum ersten Mal Klartext. Dani, mit wem feierst du denn Premiere? Ja, mit dem langjährigen Fernsehliebling, mit dem Martin Schenkel. Als Flip war er in der Sitcom-Serie «Fast eine Familie» über 4 Jahre lang am Schirm zu bewundern gewesen. Und dann hat ihn plötzlich die ganze Nation bedauert. Die Ärzte haben ihn müssen im letzten Mai 1998 einen Hirntumor rausnehmen. Es ist ruhig geworden um den Martin Schenkel. Er hat sich zurückgezogen und vor allem, er hat sich verändert. Und der neue Martin Schenkel redet heute Abend Klartext. Ja, ich bin sicher, da erwartet uns spannende Neuigkeiten vom Martin Schenkel. Jetzt geht es weiter mit der Silvia Affolter und konkret mehr News dann um 6:30. Bis dann. Nonstop Party auf Ibiza. Alkohol, Dauerpartys und viel zu wenig Schlaf. Urlaub bis zur totalen Erschöpfung. Ein Report gleich in Konkret. Silvia Affolter. Von Montag bis Freitag ab 18 Uhr auf RTL ProSieben Schweiz. Konkret wird Ihnen hautnah präsentiert von Johnsons BH 5.5. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Silvia Affolter. Sie sehen das Magazin Konkret. Das sind heute unsere Themen. Spurensuche. Hier verführte die Edelhure Gabriela den scheuen Beamten Dino Belasi. Hirntumor. Martin Schenkel sagt, ich habe mein Testament gemacht.
Fliegenzirkus. Er behauptet, ich kann Fliegen dressieren. Der Hollywood-Streifen Pretty Woman endet mit einem Happy End. Die folgende Liebesgeschichte führt in den Knast. Dino Bellasi lernte seine